Hallo meine Lieben und willkommen wieder zurück zu Haunting Ground. Mein Name ist The Life, Mustali, ist The Life. Und ja, sie werden jetzt versuchen, uns wirklich umzugucken. Und ich meine jetzt nicht im Sinne von, dass sie Ricardo jetzt uns vornehmen. Das ist jetzt wirklich ein Ding, was ich machen möchte. Oh nö. Ah ne, doch nicht. So, wir werden uns jetzt in den Räumen ein bisschen mehr umgucken. Denn es gibt mehr als nur diesen einen, ja genau, die. Es gibt nämlich mehr als einer. Reiniger. Die unreine gelbe Schmutzmasse wird die strahlende Pracht des geheiligten Platinum durch dieses Taufritual freisetzen. Gehe weiter zum nächsten Schritt des großen Prozesses, welcher die Synthese ist. So. Wir müssen erstmal die Prima Materia dort reinstecken. Keine Umwandlung ist geschehen? Hat wohl nicht geklappt. Vielleicht sollte ich einen anderen Gegenstand probieren. Ach nee, ich glaube, da war noch was anderes. Stimmt, da war noch was anderes, aber da muss ich jetzt mal hinlaufen. Jetzt ein bisschen dauern, weil ich weiß nämlich jetzt auch nicht, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau alles aus dem Kopf, also das kann jetzt einige Zeit dauern, bis ich das hier alles. Come on. Richtig hier im Kopf habe. Und sollte mir jetzt Ricardo irgendwie in die Quere kommen, werde ich versuchen, ihm. Sie kannst du später anknurren. Werde ich versuchen, ihm auszuweichen. Come on. Gefällt das gerade überhaupt nicht. Ah, okay. Was ist das Ding hier? Mädel, sie das mal mit anvisieren. Synthesizer. Durch die Trennung des Halbstückes aus Platin und dessen anschließender Synthese mit dem geheiligten Weiß ist eine neue, spirituell durchdrungene Substanz geboren. Der Pfad, den du begehst, ist so gefährlich. Wenn du jedoch nicht willst, dass das geheiligte Weiß besudelt wird, dann solltest du den großen Prozess hier aufgeben. Kann ich zwar versuchen, aber ich glaube nicht, dass das bringt. Nein. Da muss ich mich wohl noch ein bisschen umgucken. Wie gesagt, alles habe ich jetzt auch nicht mehr im Kopf, aber. Come on. Bitte. Lass es nur Lumineshand sein. Es war ein Lumineshand. Bin ich froh, dass es eben. Dass es eben nur ein Lumineshand war, aber sonst hätte ich mich nämlich jetzt gerade geärgert. Vielleicht muss ich auch zuerst auf das Vieh anzuknurren. Vielleicht muss ich auch zuerst hier rein, ich weiß es jetzt nicht. Seine Zusammensetzung hat sich geändert. Schwefelerz. Ah. Kommen wir der Sache schon mal näher. Gut, jetzt muss ich zwar den ganzen Weg wieder zurück, aber ich bin schon mal ein Stück weiter. Come on.
ich schon mal hier bin. Ja, das habe ich ja schon gelesen. Kann ich auch noch ein bisschen das ausgeben. Ein Quiz, okay. Mundus nehme ich gerne. Quiz, sehr schön. Okay. Nice. Okay. Prima Magnesium, auch nicht schlecht. Medaillon, sweet. Viola-Medaillon, sweet! SK? 11 Ohrringe, ich habe genau das bekommen, was ich mir erhofft habe. Die 11 Ohrringe sind mit Abstand die overpoweredsten Gegenstände, die es gibt. Der Grund dafür ist folgender, ich erkläre es euch mal eben kurz. 11 Ohrringe. Massiv Goldohrringe in Form eines Halbmondes. Fiona wird unsichtbar, wenn sie sich nicht bewegt. Dem Feind fällt es schwer, sie zu finden. Das werde ich euch einmal demonstrieren, wie das aussieht, wenn ich das mache. Hier muss ich doch gar nicht hin. Oh oh. Come on. Und wo kommt denn die Zuhe her? Aber okay. Also auf jeden Fall, das bewirken halt die Elfenohrringe. Die können in dem Punkt können die wirklich sehr, sehr hilfreich sein. Stimme ich mal lieber. Hallo? Wie gesagt, das mache ich jetzt nur einmal, um euch das zu demonstrieren, für den Fall, dass er jetzt kommen sollte. Danach werde ich diese auch definitiv wieder ablegen. Wie gesagt, das sind mit Abstand die besten Gegenstände, die man hier im Spiel bekommen kann. Ich bewege mich erst dann wieder, wenn ich weiß, dass es hier sicher ist. Weil, wenn ich jetzt Yui so richtig sehe, würde ich jetzt mal instinktiv behaupten, es ist nicht Ricardo, sondern Luminescent. Ist es auch. Come on. Gut, Luminescenten sind jetzt nicht das Problem. Das ist mir jetzt egal, ob das jetzt ruhig ist oder nicht, aber das speichere ich einmal ab.
Weil die Elfenohrringe, die kriegt man nicht häufig. Ohne Witz. Come on. So, ich glaube, das müsste hier der Synthesizer sein, ne? Einiger. Der Synthesizer, alles klar. Okay. Gut. Wie gesagt, das sollte ich euch jetzt wirklich nur einmal demonstrieren eigentlich, aber in dem Falle ging das nicht. So, ich hätte jetzt gerne erstmal die weißen Ohrringe zurück. Ich könnte jetzt auch fies sein und sagen, ich nehme jetzt die Elfenohrringe, aber ich will mir das Spiel nicht vereinfachen. Ich möchte das Spiel, wenn ich schon dabei bin, möchte ich das quasi komplett durchziehen. Come on. Come on. Und da möchte ich mir das Spiel nicht in der Hinsicht vereinfachen. Wohl doch nicht, okay. Ich dachte halt eben, ich hätte jetzt weitere Schritte gerade gehört. Deswegen war ich gerade jetzt so ein bisschen im Verteidigungsmodus, könnte man sagen. Okay. Mann, Spiel erschreckt mich doch nicht immer so. So. Reiniger. Mein Gott, es hat sich tatsächlich verwandelt. Zu Silbererz. Und das Schöne ist, den ganzen Weg dürfen wir jetzt nochmal wieder zurück. Ist das Leben geil? Nicht. Wobei, vielleicht muss ich nicht den ganzen Weg laufen. Nein, mach doch nicht stecken. Irgendwann reiße ich diese W-Taste noch aus dem Controller raus, ey, schwör ich. Wo ist der bekloppte Hund hin? Natürlich. Come on. 2, 1. Okay, da habe ich mehr als Glück gerade gehabt, dass der nicht gekommen ist. Ganz ehrlich habe ich gerade damit gerechnet. Da kommen würde. So, aber ich weiß, hier war noch irgendwo was. Deswegen will ich mich hier mal umgucken eben. Ausgerechnet in der Richtung ist er. Woher soll ich das denn wissen?
Ich dachte halt, er war von der anderen Seite aus gerade. Ja, hau ab, Freundchen. Hau einfach ab. Hau einfach ab. Wie heißt das doch so schön aus den Augen, aus dem Sinn? Okay. Ich würde jetzt eher sagen, das Ding hier könnte das Lumineszent sein. Ding hier würde ich definitiv sagen Luminescent, weil wenn es jetzt wirklich Ricardo gewesen wäre, dann hätte das sich anders angehört. Und daher glaube ich nicht, dass er das war. Ich tippe mal hier wirklich stark darauf, dass er Luminescent. Ich meine natürlich, es waren drei Luminescenten. Ich finde es interessant, wie er die Dinger einfach mal so angreifen kann, als sie durchfliegt. Huey. Come on. Da sind aber auch wirklich zu blöd da. Platziert. Okay, zwei sind's. So, die Tür mache ich jetzt mal zu, dann habe ich wenigstens mal meine Ruhe. Dann kann man einen Augenblick mal meinen Kopf wieder klar kriegen. Mal gucken, ob hier noch irgendwas ist.